Sagen Sie mal, was mich auch interessiert, jetzt zu Persönlichkeiten, die Sie getroffen haben und interviewt haben. Alle vier Rolling Stones. Ja, ich weiß gar nicht, wer sonst noch die Möglichkeit dazu hat. Erzählen Sie das mal. Naja, das war so, die Rolling Stones kamen zur Berlinale für Shine a Light. Das war der Aufmacherfilm der Berlinale. Und natürlich standen auf dem roten Teppich, links und rechts im roten Teppich, hunderte von Kamerateams und Reportern. Klar. Wir, die kleine Landesrundfunkanstalt, ja. Aber wir fahren immer groß auf, ne? Hier ein Kameramann und da noch ein Licht und hier noch ein Aufnahmeleiter und die Maske dabei. Wir wirkten wie ein großes Team. Und irgendwie dachten die, oh, wenn die also so ein großes, mit so vielen Leuten hier sind und mit so viel Licht, die scheinen wohl wichtig zu sein. Und dann kam dann der Reihe nach, Keith Richards und Mick Jagger und Charlie Watts und Ronnie Wood, die kamen alle. Und ich war nicht vorbereitet, null vorbereitet. Es war aber live alles und die Abendschau lief ja. Stellen Sie sich vor, Herr Gysi, Sie stehen da und Mick Jagger steht neben Ihnen und soll interviewt werden. Es ist aber live und es läuft aber im Nachrichtenblock noch ein Film über die Parkraumbewirtschaftung in Pankow. Und Sie müssen ihm klar machen, dass er diese 30 seconds, please wait, because we are on air in about 30 minutes. It's just here, you see, this Parkraumbewirtschaftung. Das ist natürlich... furchtbar. Und dann habe ich mich auch noch... Und da gibt es kein Notsignal, auf das man drücken kann? Nein. Die Abendschau schmiss dann ja auch Stücke, die geplant waren, immer raus. Was, wenn der Regie da los ist? Ja. Der Stück Rathaus weg, raus, Nachrichtenblock 2 weg, raus. Und dann, da passiert ja eine ganze Menge, nur weil die Rolling Stones da waren.